Diese Hundemeute kennt nur ein Ziel, Frauchen Alisa Grinberg. Die Deutsche züchtet die La Gota Romagnolo, die berühmten Trüffelsuchhunde Italiens. Und die haben offensichtlich nicht nur eine exquisite Spürnase, sondern auch ein ziemlich ausuferndes Temperament. Die freuen sich sehr, einen zu sehen, sind verspielt. Vor allem, wenn sie einen lange nicht gesehen haben, freuen sie sich umso mehr. Und wenn man 10-mal am Tag rein und raus geht, freuen sie sich 10-mal. 100 erwachsene Tiere und 50 Welpen versorgt Alisa im Moment. Die studierte Finanzwirtin hat alle Ersparnisse vor 6 Jahren in den Aufbau ihrer Zucht gesteckt. Gemeinsam mit ihrem Mann verließ sie die Großstadt Mailand, um hier inmitten von Weinbergen im norditalienischen Piemont, der Trüffelgegend schlechthin, einen verlassenen Bauernhof zu kaufen. Wir haben die La Gota-Zucht angefangen, als unsere große Tochter geboren wurde. Das ist jetzt 6 Jahre her. Und ohne könnte ich jetzt nicht mehr leben. Wir behalten auch Welpen selber für unsere Zucht. Und auch ab und zu auch mal, wenn die Kinder sich besonders an einen Welpen gewöhnen. Dann wollen sie den nicht mehr hergeben. Wie den Lapo zum Beispiel, den kleinen da. Er war der allerkleinste im Wurf, wurde aufgepäppelt mit Fläschchen und allem. Und jetzt wollen sie den nicht mehr hergeben. Die Tiere gehen mittlerweile an Kunden in ganz Europa und sogar in die USA. Doch die Hundezucht kostet die Familie viel Geld. Jeden Monat fressen die Hunde alleine 4 Tonnen Fleisch. Alisa muss daher auch noch als Bürokraft in Genua etwas dazu verdienen. Neben den Trüffelhunden züchten die 39-jährige Deutsche und ihr italienischer Mann Dario auch noch die Pastore Maremmano, den italienischen Schäferhund. Der studierte Tierproduktionswissenschaftler träumte schon als Kind davon, einmal als Züchter zu arbeiten. Aber ohne Alisa hätte er den Schritt wohl nie gewagt. Meine Frau ist sicherlich der entscheidende Teil dieses Projekts. Ohne sie wäre das hier alles nicht möglich. Wir haben uns damals entschieden, die Hundezucht professionell zu betreiben. Das macht jeden Tag sehr, sehr viel Arbeit, aber es gibt einem auch täglich so viel Freude. Dario und Alisa haben sich während ihres Studiums kennengelernt. Beide waren damals für ein Auslandssemester in Holland. Es war Liebe auf den ersten Blick. Das war mein letzter Studienmonat und Dario kam gerade erst dann. Also wir haben uns gerade so überschnitten und kennengelernt. Und dann ein paar Monate später waren wir zusammen. Und wir waren 2 Jahre lang haben wir eine Beziehung auf Distanz geführt. Er war in Mailand, ich war in Frankfurt, musste mein Studium zu Ende machen. Nach der letzten Prüfung bin ich am nächsten Tag in den Zug gestiegen und bin nach Italien gekommen. Die beiden leben zunächst in Mailand, heiraten 2012. Noch im gleichen Jahr kommt die erste Tochter Amelia zur Welt. Im Abstand von jeweils 2 Jahren folgen Sohn Samuel und Töchterchen Rachel. Zuerst Milch. Wie zuerst Milch? Zuerst Milch und dann Kakao. Ach ja? Ja. Und andersrum geht es nicht? Nein. Gut, dann tue ich dir noch mehr Kakao rein in die Milch, okay? Alisa versucht, soweit es geht, ihre deutschen Wurzeln auch an die Kinder weiterzugeben. Das klappt mit unterschiedlichem Erfolg. Ich spreche mit ihnen Deutsch. Die schauen sich deutsche Trickfilme an. Ich lese ihnen auf Deutsch vor. Die verstehen auch alles. Meistens antworten sie mir auch auf Deutsch. Aber das kommt dann auf die Tagesverfassung an. Auf dem Hof ist Styling angesagt. Ein La Gota-Welpe bekommt mit 5 Monaten den ersten Haarschnitt. Der La Gota verliert das Fell nicht, also muss der geschoren werden. Das ist jetzt die erste Schur. Die wird wirklich ganz, ganz kurz gemacht, damit es schön lockig nachwächst. Bei der zweiten Schur kann man das ruhig ein bisschen mehr dran lassen, aber beim ersten Mal wird er nackig gemacht. Die Fellpflege ist für die Trüffelsuchhunde wichtig. Gerade im Wald sind die Hunde im Unterholz, in Gebüschen oder im Schlamm unterwegs. Lange Haare wären da nur hinderlich. Die Idee zur Hundezucht kam Alisa eher zufällig. Dario ist verrückt nach Trüffeln, kaufte sich vor 7 Jahren einen Trüffelhund, um selber auf die Pirsch zu gehen. Alisa machte sich noch nie etwas aus Trüffeln. Der Trüffelhund dagegen faszinierte sie von Anfang an. Er ist sehr freundlich, sehr kinderlieb. Wir haben 3 kleine Kinder, die spielen mit den Welpen, die spielen mit den Müttern, mit allen. Wir können da 100% sicher sein, dass nichts passiert. Er ist sehr anhänglich, ist
Wir haben auch eine andere Hunderasse, der Pastore Maremmano. Es ist ein sehr unabhängiger Hund. Der Lagotto hingegen ist einer, der wirklich das Herrchen braucht, um glücklich zu sein. Und der macht das Herrchen auch glücklich. Giuseppe ist gekommen. Der professionelle Trüffelsammler ist ein guter Freund von Dario, hilft ihm bei der Ausbildung der Hunde. Denn der Trüffelsinn ist den Lagotha nicht angeboren. Deshalb werden die Zitzen der Mütter von Anfang an mit Trüffelöl eingerieben, um die Welpen auf das Aroma zu eichen. Ob ein Lagotha dann am Ende aber wirklich Lust hat, diesem Geruch nachzujagen und die Trüffel auszugraben, ist nicht sicher. Giuseppe soll heute einen Welpen testen. Un prodotto della pianta di Rovere. Das hier ist die Frucht der Eichelbäume, unter denen die Trüffel wachsen. Ich habe sie ausgehöhlt und mit einer Essenz aus weißen Trüffeln gefüllt. Die Früchte sind leicht porös, sodass der Geruch nach außen dringt. Die verstecken wir dann in unterschiedlichen Tiefen und die Hunde sollen dann die Früchte anhand des Aromas finden. Für einen guten, ausgebildeten Trüffelsuchhund geben Kunden bis zu 8.000 Euro aus. Die Liste der Vorbestellungen ist lang. Die einen lieben den Charakter der Hunde und wollen ihn nur als Familientier. Andere kaufen ihn für die Trüffelsuche. Jedoch, selbst mit dem besten Hund ist nicht jeder Gang in den Wald von Erfolg gekrönt. Vor allem die wertvollen weißen Wintertrüffel sind ein echter Knochenjob für Sammler und Hund. Für die Hunde ist es hart, meist laufen sie den ganzen Tag. Für sie ist das zwar nur ein Spiel, aber manchmal geht das Spiel über Kilometer und du hast am Ende trotzdem nichts gefunden. Auch heute müssen Dario und Giuseppe die Suche erfolglos aufgeben. Langsam neigt sich der Tag dem Ende zu. Zeit für Alisa und Dario, ein wenig Zeit mit ihren Kindern zu verbringen. Die Frankfurterin hat den Schritt aus Deutschland nach Italien noch nie bereut. Ein Zurück kommt für sie nicht in Frage. Wir hatten mal darüber nachgedacht, aber es ist so anders. Ich habe mich an die Dolce Vita hier in Italien so sehr gewöhnt. Das ist jetzt meine Heimat. Meine Familie ist hier, mein Zuhause ist hier. Hier bin ich glücklich. Von der deutschen Großstadt in die italienische Provinz. Alisa Grindberg hat hier im Piemont ihr persönliches Glück gefunden.